Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Update. Das ist jetzt das Update 01082. Was ist da neu? Und zwar, erstens, es gibt drei neue Mods, die vom Hersteller selbst gemacht wurden. Da haben wir einmal den Thruster Booster. Dann haben wir den, mein Let's Play habe ich das ein bisschen Gyro Boost und eins fehlt uns noch. Wo war das denn? Hier, Dual Boost, okay. So, was die machen, sagt eigentlich schon der Name quasi, boosten, ja. Aber erstmal kommen wir zu den wesentlichen Upgrade, wie auch immer. Ich verklicke ganze Zeit. Und zwar, wir gehen auf Options, auf Steuerung. Und hier steht eigentlich nochmal deaktiviert, aber da ich ja Let's Play schon gemacht habe, aufgenommen habe, stand ihm halt hier schon. Ja, es ist richtig. Endlich Controller Xbox quasi. Also ein Xbox Controller. Wir machen einfach mal auf Ja. Gehen wir erstmal die Steuerung ein von den Xbox Controller. Wir nehmen mal die andere Ansicht. Und zwar, wie man es ja schon gewöhnt ist, rechter Stick quasi. Wenn man also Controller-Spieler ist, weiß man ja rechter Stick kann man sich hin und her bewegen, hier nach oben und unten, rechts, links schauen. Dann mit dem linken Stick kann man eben halt sich bewegen. Wir gehen mal kurz zu einer Platte, die Gravitation hat. So, auf Y kann man übrigens Jetpack an- und ausmachen. Hätten wir jetzt zum Beispiel hier ein Flugzeug, eher gesagt ein Raumschiffchen. Hier zum Beispiel haben wir eins. Da können wir einsteigen. Und wie steigt man ein? Auf B. Auf X, sorry. Nein. Ich gucke gerade, wie ich nach außen an sich gehe. Weiß ich jetzt gerade nicht. Und zwar, wie steuert man das? Hier mit linken Stick eben halt kann man rückwärts, geradeaus und links, rechts. Und hier mit dem rechten Stick halt kann man sich hier bewegen. Das einzige Doofe, was ich wirklich finde bei der Einstellung, man muss den linken Stick reindrücken, wenn man nach unten fliegen möchte. Wenn man nach oben fliegen möchte, drückt man einfach nur A. Ja, und auf Y, wie man eben halt bei einem Jetpack anmacht, kann man Y drücken und dann geht das Teil aus. Quasi, ja. Auf den RT kann man eben halt hier aktivieren, gerade was man unten ausgewählt hat. Auf LT auch, okay. Ah, das ist, denke ich mal, Links- und Rechtsklick, wie bei der Maus. Und halt, wenn man Rechtsklick macht, dann baut er einen großen Massen ab und, er baut es schon weg, aber er nimmt halt keins mehr auf. Und mit den linken macht er im Teil fein, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, das müsst ihr selber mal ausprobieren. Bei B macht er gar nichts. Und wenn ihr zum Beispiel durch die Gegend switchen wollt, das ist auch, wenn ihr ganz normal in eurer Person seid, die Pfeiltasten nach links und rechts könnt ihr hier drücken, dann switcht er da, das seht ihr, denke ich mal, gerade. Und wenn ihr zum Beispiel hier die unteren Leisten, oder das sieht man kaum, ist ja 1 bis 4, die extra Leisten kann man einfach nach oben oder nach unten drücken, ja, kann man hier auch durchzwitchen. Wenn man hier Back drückt quasi, kann man hier nochmal ein paar Einstellungen machen. Licht oder so. Ja. Das war eigentlich so quasi der Controller-Einstellung. Also, und wenn man jetzt halt hier nochmal RB und LB drückt, dann dreht man sich halt. Ja. Also ist schon gar nicht mal so verkehrt und gar nicht mal so schlecht. Ich bin eigentlich schon ein Controller-Fan, muss ich ja ehrlich sagen. Ich habe schon drauf lange gewartet, bis dann endlich mal das jetzt hier reingekommen ist. Können wir aber mal zum anderen. Ich fliege jetzt mal kurz hier nach vorne. Also das Fliegen ist auf jeden Fall ein bisschen ungewohnt, muss ich ja schon sagen. Vielleicht kommt es irgendwann mal so rein, dass man dann irgendwann selber es einstellen kann, wie immer. So, gut, kommen wir mal wieder zurück. Jetzt packe ich meinen Controller wieder weg, weil... Achso, was ich vergessen habe. Wenn ihr im Baumodus rein wollt mit dem Controller, könnt ihr leider nicht dabei fliegen. Das heißt, Jetpack aus und dann drückt ihr den rechten Stick rein. Wenn man halt einen Teil ausgewählt hat. Rechten Stick rein, dann steht Building Mode. Das heißt, ihr könnt jetzt bauen.
Für das. Achso, kein Station. Okay. Hier, das haben wir jetzt für eine Station. Und dann ist der linke Stick, könnt ihr hier hin und her bewegen. Oben rechts sieht er, ich habe ja die Hilfe noch an. Könnt ihr sehen, wo sich was lang bewegt. Und wenn ich dann hier. Nein, das wollte ich nicht. Wenn ich dann hier zum Beispiel LB, RB und LB drücke, zum Beispiel dreht es. Und dann mit dem linken Stick kann ich eben halt hin und her hier bewegen. Ja? Wie ich eben halt mag. Ja? Da braucht man das LB und RB eigentlich normalerweise nicht. Wie ihr es platziert, wie ihr eben halt beim Shooter-Spiel so schießen würdet, wie man Controller mit RT platziert ist und mit LT könnt ihr es entfernen. So, das war eigentlich das jetzt. Kommen wir jetzt mal zum Wesentlichen. Huch. Und zwar, ich spiele jetzt wieder mit Maus und Tastatur. Falls sich jemand fragt, was gerade hier abgeht. So, was ist das hier? Ein Gyro-Booster. Okay, den Gyro-Booster haben wir jetzt mal kurz hin platziert. Was ist das hier? Der Drill-Booster, den können wir auch einfach mal kurz hier hin klatschen. Und das nächste wäre eben halt der Thruster-Booster. Der ist nur für kleine Schiffe verfügbar. Von daher machen wir uns mal auch ein kleines Schiff hier hin. So. Bauen wir das auch gleich mal rauf, würde ich sagen. So. Ihr seht ja hier verschiedene Richtungen. Fangen wir einfach mal mit das kleine Teil an. Hier geht es nicht, aber hier eben halt überall da, wo die Öffnungen sind. Das kann ich auch einfach mal hier zeigen. Wir bauen uns einfach mal kurz darüber ran. Ich gehe mal in die Übersicht da. Das ist auch so ein Symbol quasi. So. Picken wir das da einfach mal ran. Zack, jetzt ist es dran. Jetzt wäre es quasi auch geboostet. Ich weiß gar nicht, sehen wir hier irgendwo was Grünes? Ah, da, okay. Das ist quasi, zeigt, ja, hier, das hintere Teil ist aktiv. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel vorne nochmal ranbauen, leuchtet das auch grün und, ja, gut. Und da ist auch nochmal ein grünes Lämpchen. So, machen wir doch einfach mal kurz einen kleinen Reaktor ran. Und ja, wir sind im Kreativmodus, falls sich jemand wundert. So, dann gucken wir nochmal. Control, dann gehen wir auf den Booster. Und stelle fest, dass hier nichts einzustellen ist. Ja. Benötige Zufuhr. Klein. Ich guck mal kurz. Kann man hier auch die großen ranbauen? Das Teil. Ich guck mal kurz. Hat das auch einen Anschluss dafür? Nein, hat es nicht. Also, das funktioniert mit den kleinen Thrustern. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen verwirrt, muss ich ja schon sagen. Wir wollen da mal kurz eins ran. Das müsste rein theoretisch weniger Strom jetzt fressen. Hier 33,60 kW. Und wenn ich auf die anderen raufgehe, 134 kW und 40 halt. Das heißt, die verbrauchen auch viel, viel mehr Strom, aber sind eben halt leistungsstärker. Das müsst ihr einfach mal testen, wie leistungsstark diese Teile sind. Das werden wir jetzt hier nicht machen. Aber ich gehe jetzt einfach nur darauf ein, was das so macht. Gyroskope. Gehen wir nochmal auf Gyroskope. Die Gyroskope sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig quasi, um das Schiff eben halt zu bewegen. Hier links nach rechts und nach oben und unten zu schwenken, hier so, wie ich meinen Charakter gerade eben halt. Gehen wir doch mal kurz darauf ein. Wo haben wir denn? Hier. Da haben wir so einen kleinen Teil. Gehen wir noch mal kurz rauf. Energie. Das Teil ist angeschlossen. Das verbraucht 120 W. Benötigt auf jeden Fall. Ist es dann das Einzige? Jo, wir gehen mal kurz auf den Gyro-Boost. Okay, hier ist eben halt auch nichts. Das heißt, wir haben jetzt da vier Stück dran. Wir bauen mal ein ganz normales hier hin. Gucken wir uns das mal an. 30 W. Das heißt, das verbraucht einfach mal das Vierfache oder Dreifache, sagen wir es mal so. Das war okay, das Vierfache quasi. Und ja, das ist schon enorm. Aber es soll eben halt auch 300% mehr bringen. Und das ist doch schon eine ordentliche Summe, Zahl, wie auch immer. Ja. Kommen wir mal zu den Drills. Ich würde es einfach mal ein bisschen so Schnellmodus durchbringen. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel weniger Gyroskope ranbauen wollt, zum Beispiel ein großes Schiff, so wie ich jetzt in meinem Let's Play, da habe ich jetzt auch, muss ich auch sehr viele Gyroskope ranbauen, normalerweise, aber durch den Booster nicht. Ja. Das heißt, da spart man wieder Platz.
So, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Drills. Bei den Bohrern hier. So. Wenn wir jetzt hier so ein Teil ranmachen, wir gucken uns das einfach mal kurz an, ob sich da irgendwelche Werte ändern. Hier, wie gesagt, wir sind auf den Drill Boost, aber hier ist wieder nichts angezeigt. Von daher suchen wir uns mal kurz den Drill Boost hier raus. Ich glaube, wir sind schon vorbei. Ah, hier, Bohrer. Okay, WTF. 2,60 kW. Jetzt, wie wir im Teil schon vorhin gemacht haben, werden wir uns auch mal hier einen Teil ranbauen und jetzt einfach mal nachgucken, was das jetzt verbraucht. Bohrer 2, 2,0 und hier haben wir 2,60. Ja, das ist schon eine kleine Änderung. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Bohrer bauen, also bauen sage ich schon, abbauen, jetzt beim Asteroiden, haben wir auf jeden Fall hier mit denen hier viel, viel mehr Effizienz. Das heißt, man bekommt viel, viel mehr Material raus. Das Doofe daran ist nur, dass es für ein großes Schiff gedacht ist. Nein, doch nicht. Für ein kleines Schiff auch. Oh, nee, doch nicht. Sorry. Ich will keine falschen Informationen geben. Nein, nur für ein großes Schiff und für eine Station. Für eine Station ist es eigentlich sinnlos, aber ist ja relativ Schnuppe. Gut, großes Schiff. Kaum diese konnte es nur rangebaut werden. Finde ich ein bisschen doof. Vielleicht kommt es auch noch für die kleinen Schiffe. Wäre gar nicht mal so schlecht. Das finde ich jetzt, ja, das finde ich ein bisschen doof, muss ich schon sagen. Also vielleicht Entwickler, falls ihr das hier seht, was ich nicht denke, aber vielleicht die Zuschauer könnt ihr ja vielleicht mal dort ein Ticket oder was auch immer hinschreiben. Wer Lust und Laune hat oder vielleicht derjenige, der es auch doof findet, könnt ihr das einfach mal hinschreiben. Ich werde dafür die Zeit nicht wirklich finden, von daher... Bis jetzt wurde ja alles gemacht, was ich quasi doof fand, was vielleicht noch zugehören könnte. So wie mit dem Controller wurde jetzt auch hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, welches Update oder Let's Play ich das gesagt hat. Auf einmal ist jetzt das Update da mit Controller. Ja, gut, das war eigentlich soweit das Update. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich das, denke ich, auch nochmal schriftlich beantworten. Oder wenn wir vielleicht ein extra Video machen oder vielleicht in den nächsten Update-Video, denn das heißt nächsten Donnerstag, dann nochmal drauf eingehen. Werden wir sehen. Danke fürs Einschalten, würde ich sagen. Falls ihr noch Lust und Laune habt, könnt ihr in meinen Let's Plays reingucken. Da habe ich gerade ein Mega-Projekt. Das heißt, ich baue ein Riesenschiff. Da bin ich schon relativ weit sogar. Und wer vielleicht von Space Invaders genug hat, ich habe noch ein paar andere Let's Plays. Und da kann man einfach mal reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.